Wissen Sie, was man sich im fernen Osten erzählt? Im fernen Osten erzählt man sich, dass die Lebenden und die Toten vor langer Zeit die gleiche Welt gewählt haben. Doch langsam wurden die Toten mehr und mehr und mächtiger. Und die Lebenden fürchteten sich vor der Übermacht der Toten. Und mit einem Bann sperrten sie in die Spiegel. Und da verweilen sie seitdem, als gäbe es sie gar nicht. Manchmal aber sehen wir Lebenden in den Spiegel und spüren einen Toten hinter unserem eigenen Spiegelbild. Und irgendwann, da tritt dann einer dieser Toten zurück durch die Spiegel in unsere Welt. Und sehen Sie, so etwas scheint mir hier geschehen. OP-4 fertig für den Eingriff. Die Patientin stillgelegt, Bewusstsein ausgeschaltet, schwarzes Schweigen im Gehirn. Aber genau in diesem Moment könnte der Geist auch vollständig wach sein, anwesend im Raum, bereit für den Blick in eine andere Welt. Todesnäherlebnis nennt die Forschung dieses Phänomen. Über 3 Millionen Menschen in Deutschland haben Erfahrungen mit der Reise ins Jenseits, fanden Soziologen der Universität Konstanz 1999 heraus. Eine Reise ins eigene Bewusstsein oder in eine andere Realität? Dieser Film sucht eine Antwort in den Labors der Wissenschaft und in den Erzählungen der Reisenden. Ihnen folgen wir in die weiten Landschaften der Seele. Ich hatte nach einer Operation in meinem Krankenhausbett über den Tag hinweg plötzlich den Eindruck, als ob ich immer schwächer und müder würde. Und dann hat sich immer mehr verdichtet die Gewissheit, dass ich wohl heute sterben müsste, dass der Tod direkt neben mir stünde. Und ich hatte plötzlich den Eindruck, als ob mit einem Moment auf den anderen meine Schmerzen aufhören würden und ich meinen Körper nach oben hin durch eine graue Decke verlassen würde. Und mich auch kurz von oben sehen könnte. Das war ein Bild, was mich eigentlich irritiert und erschreckt hat. Das wurde aber ziemlich schnell abgelöst durch eine neue Erfahrung. Und zwar, als ob ich in diesem Getrenntsein von meinem bisherigen Körper aufgefangen würde in einer riesigen Weltenlandschaft und Erlebenslandschaft, die von hinten her zunächst sacht und leise immer schon durchdrungen und begleitet war von einem Licht,
Aber das Allerwichtigste erstmal in diesem neuen Zustand war, dass ich eine Rückschau gehalten habe auf mein ganzes bisheriges Leben. Es war, als ob mein ganzes bisheriges Leben sich ganz schnell noch mal verdichten würde und noch mal vor meinem inneren Auge ablaufen würde. Und faszinierend für mich war, dass ich nicht nur die wichtigen Stationen und Menschen meines Lebens erlebt habe, sondern mich dabei und alles, mich und die anderen Menschen dabei auch neu bewertet und neu verstanden habe. Und während ich in diesen Landschaften war, sind mir plötzlich Gestalten begegnet. Und zwei von den Gestalten haben sich ganz stark als hilfreich entpuppt. Das eine war meine verstorbene Großmutter väterlicherseits und das andere war eine Freundin, die, als wir beide 16 Jahre alt waren, gestorben waren. Und diese Gestalten, die haben eine ganz starke Harmonie von tief innen raus ausgestrahlt. Und in dem Maße, wie ich mich also neu orientiert habe in diesen neuen Welten, wurde dieses Licht immer wichtiger. Und ich hatte den Eindruck, als ob das Licht bereits auch in mir wäre, in diesen Gestalten der Verstorbenen, wie ich es mir hinterher erstmal verdeutlicht habe, dass das Verstorbene sind, war das sowieso ständig vorhanden. Und dieses Licht hat eine ungeheure Sogwirkung. Klassisches Todesnäher-Erlebnis nennt die Forschung solche Berichte. Viele Rückkehrer erinnern sich nur an einzelne Elemente, aber immer wieder an ähnliche Bilder. Bisweilen gehen realistische, auch beängstigende Träume der Jenseitsreise voraus. So persönliche Bilder, dass die Konstanzer Soziologen das gemeinsame Muster der Todesnähe-Erfahrung insgesamt in Frage stellten. Aber diese Todesträume sind nur ein Vorstadium, sagt Michael Schröter-Kuhnhardt. Nahtodeserfahrungen sind aus psychiatrischer Sicht klar definiert. Es handelt sich um ein komplexes Bilderleben, das aus in allen Kulturen vorfindbaren gemeinsamen Grundelementen besteht. Zu diesen Grundelementen zählen beispielsweise ein Verlassen des Körpers, ein Tunnel und ein Licht erleben, eine Begegnung mit Verstorbenen und eine Himmels- und selten auch eine Höllenlandschaft. Diese Grundelemente sind zwar von Kultur zu Kultur und von Mensch zu Mensch unterschiedlich ausgestaltet, lassen aber eine klare Abgrenzung von individuell unterschiedlichen Todesträumen zu. Dementsprechend haben viele Kulturen seit Jahrtausenden schon diese Nahtodeserfahrung besonders hervorgehoben. The fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift.